So, liebe Leutchen, herzlich willkommen zurück bei Die Sims oder beziehungsweise bei Mitten im Leben. Wie heißen eigentlich die ganzen kaputten Serien? Verdachtsfälle. Inzucht. Paradies. TV. Quatsch beiseite, meine Lieben. Wir haben eine ganze Menge wieder vor. Wolfgang, Dirty Wolfgang ist am Pennen. Das ist immer wirklich Ausnahmefall. Das, was wir wirklich interessant ist, ist, dass wir Bud und Truller wieder in eine Kiste gekriegt haben. Jetzt, okay, die sind jetzt noch nicht so offiziell am Kisten, wie wir uns das ganz gerne vorstellen würden. Aber sie sind zumindest mal wieder eng beieinander. Das kriegen wir schon wieder gebacken, auf alle Fälle. So, Bergi ist wach und hat bestimmt einen Haufen Bock auf irgendein kaputten Zeug. Gucken wir mal. Hygiene. Geht er wieder pennen oder was jetzt? Jetzt ist er aufgestanden, hat sich was zu essen gemacht, jetzt geht er wieder pennen oder was macht er jetzt? Unglaublich, oder? Was ist das denn? Ich sag ja, die sind ja... Also verrückt ist was ganz anderes. Also wir sind hier absolut, absolut total heftig drauf. Geil wäre, wenn wir noch ein paar mehr Kinder hätten. Und geil wäre es, wenn wir noch so ein paar Schnallen hier reinkriegen würden. Und noch geiler wäre es, meine Lieben, wenn wir langsam auch ein bisschen Kohle hätten, ne? Das mal jetzt, diesen Moment festhalten. Also das ist mal ja wirklich jetzt festgelegt. Also ich habe mir noch gar nicht alle Sachen angeguckt, weil wir so ein bisschen, diesen Real Life, oder Reality Soap, muss man ja sagen, nicht Real Life, sondern Reality Soap, Gedöns, festgebunden sind. Naja, Umgang mit Randalieren, was? Randal ist ein wichtiges Thema für einen echten Sportfan. Und dein Chef findet es unerlässlich, dass du Party und Randale liest. Du wirst etwas fürs Leben lernen, deinen Chef glücklich machen und deine Jobleistung in die Höhe treiben. Aha. Okay. Komm, wir peitschen ein bisschen nach vorne. Bis die ersten Leute wieder aufstehen. Dann ist Bergi bald wieder fit. Dann muss er wieder arbeiten. Heute auch wieder. Das mit dem Arbeiten ist ja auch wirklich sehr, sehr ärgerlich, ne? Also dieses tägliche Rummalochen. Das ist echt nix. So. Hat er Party und... Er hat Party sogar und Randale. Party und Randale lesen. Danach, nach dem Aufstehen. Okay. So, Bud. Bud. Was machen wir mit ihm eigentlich, ne? Der war ja vor kurzem noch im Knast, meine Lieben. Also wer es mitbekommen hat. Das ist auf jeden Fall schon sehr heftig. Seine Diebeskarriere. Gucken wir mal, was ist denn so sein... Derzeit steht keine Karrieregelegenheit für deinen Sim zur Verfügung. Okay, und wie sieht es bei Troller aus? Ebenfalls. Und Wolfgang hat auch noch keine Karrieremöglichkeiten. Drei Beziehungen am Start. Freundschaftlich natürlich oder Vater-Mutter. Inventar ist noch leer bei Wolfgang. Die Bedürfnisse steigen aber langsam. Ja, ja, ja. Nee, ich will hier nichts lernen. Wir müssen Wolfgang ja ein bisschen halbwegs ein bisschen in die Richtung trimmen, dass er nicht komplett verwahrlost, ne? Es war ja noch die Frage gewesen, wie es aussieht mit unserer Lebenszeit, wie wir das gestalten wollen. Ich würde die schon ganz gerne mal ein bisschen altern lassen, meine Lieben. Also auf ever und ewig die gleichen Sims düdeln. Ist ja noch nicht so spannend, ne? Ein bisschen Veränderung brauchen wir schon. Wir brauchen nur insbesondere mal ein bisschen Veränderung hier in unserer Butze. Aber dies können wir erst dann bewerkstelligen, wenn wir endlich mal Kohle kriegen. Wir haben ja noch nicht viele Tage gespielt. Das war alles so komprimiert auf ein paar Tage, was wir bisher erlebt haben. Und daher ist das ganz, ganz entspannt eigentlich. Wer steht denn als nächstes auf? So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alles klar. Die sind schon wieder alle am Durchdrehen. Ich würde sagen, Bud isst einfach mal. Reste essen, Apfelpfannkuchen. So. Troller macht mal jetzt mit Wolfgang ordentliches Programm. Windel wechseln.
Ein bisschen müssen wir ja auch Wolfgang so mal vorankriegen, ne? Fläschchen geben. Kuscheln. Schmutzige Windel wechseln. Und spielen. So, dann hat's aber erstmal jetzt echt Programm. So. Bad ist die Reste. Ich hoffe mal, die sind noch halbwegs gut. Was er sich da reinzimmert. Bergi liest sein Buch schon. Ja, es funktioniert. Bergi stinkt anscheinend. Ja, der ist schmutzig. Okay. Es ist dunkel. Ja, haben wir kein Licht hier? Komm, wir können doch mal ein Licht kaufen. Ein bisschen was kaufen können wir, ja. Lampen. Aha. So. Ach, da brauchen wir Sim-Points für, oder was? Ist ja lustig. Bankettventilator. Den will ich haben. Bist du sicher, dass du Bankettventilator für nur Sim-Points kaufen möchtest? Ja. Aha. Dann muss ich mich jetzt anmelden. Will ich aber nicht. So. Ich will erstmal eine normale, einfache Lampe haben. Kann das denn, ist das denn so schwer? So, da haben wir doch eine. Damit Bergi mal ein bisschen Licht hat hier. Alles klar. Und weiter geht's. Ah, jetzt ist es halt nicht mehr dunkel, ne? Schön. Sieht ja auch hier recht entspannt aus, ne? Das wird so Bergi seine fixe Bude. Gut, er ist ja sportbegeistert, aber ihm müssen wir eigentlich mal so Richtung Nerd trimmen. Man kann so viel machen, ne? Aber man weiß nicht, wo man anfangen soll. So, alles klar. Bud, mein Guter. Der kann mal auf Klo gehen. Benutzen. Abziehen, entstopfen. Er kann das mal durchziehen, die Geschichte. Ach, wie doch alle im Stehen pinkeln, ne? Zu geil. Tulla eigentlich auch, oder? Was macht die eigentlich mit dem Girl jetzt? Bringt sie es wieder mal ins Bett wenigstens? Ja. Naja, Gott sei Dank. Reste von Apfelpfannkuchen essen. Das ist Trullas Job jetzt. So. Wolfgang liegt wieder in der Kiste, der kann gleich pennen. Weltklasse, wie schnell das alles funktioniert und wie gut es auch bei uns eigentlich funktioniert. Was haben wir denn hier? Geschirrspülen. So, ja, dann Mittagessen. Klebrige Carbonara. Okay, Bud hat auch wieder ein bisschen tolles Zeug gekriegt, super. Es ist auch alles bei uns total widerlich und dreckig. Wie können wir ihn denn ein bisschen Spaß haben lassen? Er geht schon wieder duschen. Könnte Bergi eigentlich auch mal machen, ne? Wann muss denn der zum Sport? 15 Uhr. Hat er das jetzt fertig gekriegt, das Buch, ja? Klasse. So, jetzt sitzt er da rum. Was kann er denn gebrauchen? Hunger, er kann sich ja, er kann auch duschen jetzt, genau. Bad ist fertig. Ah, jetzt quatschen sie, glaube ich. Was ist denn jetzt los? Ey, Bergi. Bergi, alter Klappstuhl. Ich hab gerade in die Dusche gepullert beim Duschen. Ja, kein Problem, Mensch. Mach ich doch auch immer. Siff alles schön voll, das macht die Troller schon weg. Danach, mit dem Schranz hier Smileys erwürgen. Aber du bist jetzt mal das Ding bei Wolfgang. Der hat auch mal in die Dusche gepullert. Ja, genauso wie du. But. Oh, der hat die Carbonara. Oh, hat sie sich das einmal Carbonara gemacht? Die blöde Zippe? Bad hat einen schlechten Tag, alles klar. Jetzt geht der schon wieder auf Klo, oder was? Raus. Oder stört es ihn nicht? Doch, stört ihn. Ah, der ist schüchtern. Der will ihn halt nicht die Königskobra zeigen, ne? Bad hat noch ein bisschen... Aber Bad ist ja auch gut bestückt, also von daher ist gar kein Problem.
Alles vollgepisst, die ganze Dusche. So, liebe Leute. Wo haben wir denn den Bat? Der schwere Nöter. Bat hat einen schlechten Tag. Geht's noch? Geschmeichelt. Okay. Was ist denn so sein Wunsch mit Blair plaudern? Ja, dann mach das doch mal. Ruf sie doch mal an. So, Handy. Super Sim Lurcho, anrufen. Snarg. Plaudern. Ach, hier doch. Nein, 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 nein. Lasso! Ihr solltet euch wieder vertragen. Ich will mal Bud so ein paar Wünsche erfüllen. Er will schon wieder eine Party machen. Wo ist denn Blair? Die ist ja gar nicht hier dabei. Plaudern? Molly French, Jamie Jolina? Das ist ja bitter. Claire Ursine? Der hat die gar nicht drin im Telefonbuch. So ein Müll. Ja, mit Molly French. So, Bergis Fahrgemeinschaft kommt gleich. Ist er fertig mit Duschen Be dann? true, no. Dann kann er noch schnell benutzen. Snurgy. Snurgy Marks. Holly Van Dude Und einen Snack Bossa Need essen. Bossy. Einen Saft. Das muss reichen. Zarg. Tete. Du, Molly, ich habe mir gerade einen Espresso gemacht. Stimmt's eigentlich gar nicht? Wir haben ja gar keine Espresso-Maschine. Was ist schon wieder? Saba Juna. Verlorschna. Trulla kann ja ein bisschen tanzen, oder? Tanzen. Well, Brisa Valina, Mal she gucken, wie can't Trulla eigentlich tanzt. alone. Haben wir Trulla schon mal tanzen gesehen? Sogi Gazida. Bali Bula, das ist auch mehr so ein Mist. Badunash. So. Balmosa. Ja. Aber Trulla ist so ein bisschen, ne, die. Der geht eigentlich so kein Sexappeal ab, ne? So, Bergi ist fitti fotti, der kam jetzt direkt zur Arbeit, wenn er seinen Saft ausgetrunken hat. Zusammen tanzen. Bud und Trulla. So, und dann leg mal los. Aha. Yes. Hey Troller, ey, yo, Delelo, der Bergi fährt zur Arbeit und ich popp dich im Po. Los, Bergi, mach einen Abflug jetzt. Kommst du spät? Das ist auch, es ist eigentlich ist es eine geile.